Ich glaube, ich heiße schon auch Peter Lohmeier. Weil das die Stimmung in Deutschland genau in die rechte Richtung rückt. Das Kondom des Grauens. Ja, genau das. Ja, ja. So hieß er. Ja. Und da wollte ich dich fragen, ist der noch sehenswert? Hallo und willkommen zum nächsten Vlog. Heute haben wir die Veranstaltung Mein Leben in 90 Minuten mit Peter Lohmeier und Sabine Heinrich. Es geht um Fußball, das Ruhrgebiet und warum das Herz des Fußballs das Ruhrgebiet ist. Und hier seht ihr, wie der Abend verlaufen ist. So, hier noch der letzte Probelauf, bevor es dann losgeht. Dafür guckt man sich alles nochmal an, schaut, ob der Ton passt. Dafür sind die Leute hier zuständig. Ich glaube, ich heiße schon auch Peter Lohmeier. Ich habe mich jetzt so intensiv mit ihm beschäftigt nochmal. Und Peter bekommt das Mikro mit dem blauen Klebeband und ich das mit dem gelben. Ja, dein Vlog. Ja, klar. Das muss immer gut aussehen, ne? Guck mal, aber mein Pony ist nicht ganz süß von dir. Das stimmt überhaupt gar nicht. Einfach mega sweaty. Wir haben richtig Bock. Richtig Bock. Ist jetzt vielleicht nicht so der... Oh Gott. Wie Kokain, wie auch Kokain. So sieht das aus, wenn die Moderatorin auf ihren Hauptgast warten muss. Vor dem Museum. Auch schön. Schlappen. Peter hat seine Pöhle an. Und da war eine Stimmung, die mir richtig Angst gemacht. Und dann hat der Typ, der sich freute, dass quasi die Idee hatte, dieses Kloster auszubauen für diese Menschen, hat es dem Regierungspräsidenten, hat er die Anfrage dann zurückgezogen, weil er bei dieser Versammlung quasi so ausgepfiffen worden ist, dass er selber Angst gekriegt hat. So. Ich finde, sowas geht nicht, weil das die Stimmung in Deutschland genau in die rechte Richtung rückt, die wir wirklich nicht brauchen. So. Nein. Ich meine, das ist ja die Auswahl der Trophäen, die dein Verein, aber wir lassen das. Ja, aber Trophäen. Das wäre jetzt ein super Schlusswort. Es geht ja 90 Minuten, das Spiel. Pass auf. So, ganz kurz noch. Sabine Heinrich! Peter Lohmeier. Und danke, dass ihr dabei wart. Mir hat besonders also natürlich der Gast Peter Lohmeier gefallen, weil also ich kannte ihn natürlich schon vom Fernsehen und vom Bruder von Bern natürlich, aber dass er so authentisch ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich kannte ihn tatsächlich vorher gar nicht, aber ich fand es super, er hat mich total mitgenommen und abgeholt und ja, hat super Spaß gemacht. Hallo Peter. Ich habe eine ganz entscheidende Frage. Ist der noch sehenswert? Ja, der musst du deshalb angucken, weil es irre, dass du mir jetzt das gefragt hast. Es gibt jetzt, der wurde gerade überarbeitet, digital. Nein. Ja, wirklich wahr. Und der kommt in Amerika, und weil das spielt ja eigentlich in New York, das ist eine Comic-Verfilmung von Ralf König. Und ich finde es toll, dass der wiederkommt. Ich habe den dann nochmal angeguckt und der ist richtig lustig. Okay, schaue ich mal an. Ja. Das war's schon. Ja, danke dir. Schönen Abend. Und super. Kommt gut nach Hause. Ja. Ciao. So, das war ein Abend mit Peter Lohmeier. Schön, dass ich nochmal vor die Linse gekriegt habe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. War ein richtig geiler Abend heute. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.